Erste Aufgabe, die Adjektive in der Box durchlesen, überlegen, gibt es was, was ich nicht verstehe? Im Zweifel NebensitzerInnen fragen oder mich fragen. Laura Müller will in ihrem Unterricht alle ansprechen. Binnen-Ease und genderneutrale Sprache nutzt sie hier jeden Tag. Wir haben viele SchülerInnen, die tatsächlich auf einen zukommen und sagen, ich möchte nicht, dass man mich sie nennt, auch wenn ich vielleicht aussehe wie ein Mädchen. So habe ich einfach auch angefangen, das in meinen Sprachgebrauch zu übernehmen, weil ich der Meinung bin, wenn ich die Chance habe, diese Kinder nicht zu diskriminieren, da kann ich einfach auch ein Zeichen setzen. Zum Gendern wird hier am Hellenstein-Gymnasium in Heidenheim keiner gezwungen. Doch Schulleitung und Lehrkräfte berichten, dass sich Sprache verändere. Deshalb haben sie ihre Arbeitsblätter angepasst. Dass Lehrkräfte wie Laura Müller auch mündlich gendern, kommt bei den Jugendlichen überwiegend gut an. Ich finde Gendern im Generellen gut. Ich sehe damit keine Probleme. Jetzt redet man halt immer so dieses Gegenderte und ich finde, das hört sich manchmal nicht so flüssig an auch irgendwie. Ich finde, es fällt gar nicht so auf und ich finde es auch gut. Da wir sehr viele Menschen haben, die sich keinem Geschlecht direkt zuordnen oder die eine diverse Geschlechtsidentität haben, sollte man das halt berücksichtigen. Doch mit Schreibweisen wie diesen ist es in der Schule gar nicht so einfach. Denn das Kultusministerium schreibt vor, es gilt das Regelwerk des Rechtschreibrates. Und der empfiehlt Schreibweisen mit Gendersternchen oder Binnen-I bisher noch nicht. Das stellt gravierende Eingriffe in Orthographie, Grammatik und Wortbildung dar. Das ist besonders gravierend für Deutschlernende, also für Schülerinnen und Schüler, aber auch zum Beispiel für andere Gruppen von Lesenden und Schreibenden, etwa Menschen mit Migrationshintergrund. Denn verständlich, eindeutig und gut lesbar seien solche Schreibweisen nicht. Erst recht nicht, wenn zusätzlich noch alle Artikel und Pronomen genannt werden müssten. Das führt zum Dilemma an Schulen, denn Lehrkräfte müssten, wenn sie es genau nehmen, solche Schreibweisen in Klausuren als Fehler anstreichen. Der Landesschülerbeirat kritisiert, das gehe gar nicht. Es gibt immer noch die 20 oder lassen wir es nur 15% sein, die das tatsächlich nicht gut finden und dann tatsächlich auch ihre, ich sag mal, Macht oder Entscheidungsgewalt ausnutzen, um das anzustreichen. Und wir finden das nicht mehr zeitgemäß. Er und seine Mitstreiter fordern ein überarbeitetes Regelwerk. Und dafür solle sich auch die Kultusministerin einsetzen. Die zeigt Verständnis. Ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz, ganz guten Weg. Und wie gesagt, Sprache entwickelt sich und ist nichts Statisches, was man festklopft. Von daher wird es auch sicherlich in den nächsten Jahren da immer wieder auch Bewegung darin geben. Bewegt hat sich am Hellenstein-Gymnasium sprachlich zuletzt vieles. Laura Müller sagt, erst haben manche Schüler über Gendersternchen gelacht. Jetzt nutzen sie selbst.